So, wir wollen die Münster lösen zur Präsenzaufgabe zu der Corona-Übungsblatt machen. Hier ist die Aufgabe, die erste. Also man sollte 7-Tage-Inzidenz von Sachsen-Anhalt, von Sachsen im logarithmischen Maßstab angucken und die Sachen interpretieren. Hier ist die Grafik. So, also wie interpretiert man im logarithmischen Maßstab? Man nimmt einfach ein Lineal und zeichnet Geraden ein. Also hier haben wir erstmal diese Gerade hier. So, sehen Sie, es ist im Oktober. Im Oktober sind die Zahlen stark angestiegen. Hätten wir keinen November-Lockdown gehabt, wären wir in Sachsen bei 500 gewesen, schon Mitte November. Zum Glück ist der November-Lockdown gekommen. Der war aber in Sachsen für das Infektionsgeschehen in Sachsen nicht stark genug, um die Zahlen runterzubringen. Das heißt, in diesem November-Lockdown und auch im Dezember ging es so. Dann kam Weihnachten und ab seit Weihnachten haben wir den starken Lockdown und der ist jetzt stark genug, um die Zahlen in Sachsen runtergehen zu lassen und kommen wir ungefähr nach hier. Und jetzt ist die Frage, was ist am 1. Februar? Sind wir hier? Was ist das ungefähr? Eine Möglichkeit ist, wenn Sie es online machen, Sie können hier mal rübergehen, gucken und hier mal so draufklicken, was denn, wenn man da den Cursor hinhält, dann sieht man, welche Zahlen hier waren. Eine andere Möglichkeit ist, das so ein bisschen abzuschätzen. Also es ist in der Nähe von 100. Im logarithmischen Maßstab, das bedeutet, jetzt muss man immer Verdopplungen rechnen. Also von 50 nach 100 ist eine Verdopplung. Das heißt, genau im gleichen Abstand wäre hier 200. Also es ist irgendwo zwischen 100 und 200. Ich würde mal denken, so ungefähr 150. Ja? Also die Vorhersage wäre, wenn es so weitergeht, wird es in Sachsen am 1. Februar ungefähr 150 sein. Okay, also das ist diese Aufgabe. Ich will noch mal kurz Sie darauf hinweisen, dass die genau gleichen Daten für Deutschland in dieser Excel-Tabelle, die in Moodle ist, immer von mir aktualisiert werden. Also ich tue da immer die aktuellen Daten rein, wenn Sie einmal das im logarithmischen Maßstab angucken wollen, wie die Zahlen im Moment aussehen, dann können Sie das da tun. Okay, also vielen Dank.